Ich habe da 3 verschiedene Gerichte gemacht und eins besteht aus Seezunge und Erdbeere mit Balsamico-Essig, kurz in Olivenöl und Butter angeschwenkt. Dann hätte ich da ein leicht Sommergericht mit Zander und Stangensellerie und das zeige ich Ihnen später, wie man das macht. Und da hätte ich noch einen Lachs mit auf einem Cappuccino mit Kokosnussmilch und Mascarpone und so schön aufgeschäumt nachher. Aber eben, wir gehen zum leichten Sommergericht mit Zander und Tartar von Sellerie und Tomaten. Ich habe die Ingredienzen hier, was ich brauche, um den Tartar von Stangensellerie zu machen. Also einen schönen frischen Stangensellerie. Dann habe ich Frühlingszwiebeln, frische Tomaten, grüne Zitronen für Saft, Olivenöl, kaltpresst und noch ein bisschen geröstete Sonnenblumenkerne. Man kann natürlich auch Pinienkerne nehmen, was natürlich das ein bisschen schöner macht. Dann schneiden wir ein bisschen Frühlingszwiebeln schneiden. Man kann das natürlich auch, wenn man hat eine schöne Häckselmaschine haben, aber von Hand geschnitten ist halt immer noch am schönsten. So. Ein paar Tropfen Olivenöl, ein bisschen Meersalz und Pfeffer. So, und dann noch machen wir den Fisch. Ich habe einen schönen frischen Zander, ich kaufe immer mit Hut, das ist immer eine schöne Sache. Da hat man ganz frisch, da weiß man, wenn man schöne Hut hat, schön fest, dann hat man eine wunderbar schöne frische Sache, wunderschön, schönes Fleisch, schön dick, wunderbar. Dann tun wir das Ganze mit grobem Meersalz bestreuen, ein bisschen Olivenöl drauf, dann tun wir jetzt auf den heißen Grill und dann jetzt ein bisschen warten, bis er schön angrilliert ist. Ich tue einfach den Deckel drauf, damit es von der Wärme her ein bisschen Wärmerückstau gibt und das tut es schneller garen. Der kalte Salat hier, tun wir auf den Teller schön. Man kann's, ich mache immer noch ein paar Salzkartoffeln dazu, weil für das ganze Gericht, aber wenn man am Abend nicht viel Hunger hat, kann man es auch nur mit dem Salat mit essen. Sonnenblumenkerne ein bisschen. So. Dann tun wir den Fisch. Drauflegen da. Ein paar Salzkartoffeln dazu. Ich nehme immer ein bisschen blaue vom Effekt her. Sieht noch ganz schick aus. So. Voilà. Und dann schauen wir, ob wir noch ein paar Blättchen vom Stangensellerie rum haben. Und das wär's. Dann kann man auch noch, wenn man hat, ein bisschen Petersilie, ein bisschen Olivenöl mixen und so als kleine Farbklecks drumherum machen, so als Dekoration. Darf ich es so servieren? Ich habe hier einen grillierten Zander auf Sellerie, Tartar mit Tomaten und jetzt geröstete Sonnenblumenkerne. Danke.